Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses wunderschöne Muster für ein Dreieckstuch häkelt, welches gar nicht so kompliziert ist, wie es aussieht. Am Ende des Videos verlinke ich euch auch Bordüren, die ihr dazu häkeln könnt, wenn ihr mögt. Schauen wir uns an, wie es gehäkelt wird. Die Wolle, die ich verwende für mein Tuch, ist von der Firma Katopu, Special Collection Paul Piel. Es sind 420 Meter Lauflänge auf 100 Gramm und empfohlen Wert Häkelnadel Nummer 2,5. Ich verwende allerdings Nummer 3. Sie besteht aus Polyester, Polyacryl und Pailletten. Gebraucht habe ich insgesamt 2 Knäuel davon. Es geht los mit 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Und diese Luftmaschenkette schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich in die erste Luftmasche einsteche und mir den Faden durch beide Schlingen hole, die ich auf meiner Nadel habe. 3 Luftmaschen, 1, 2 und 3. Diese 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen. Ich häkle jetzt noch 2 weitere ganze Stäbchen und das mache ich wie folgt. Ich mache ganz normal den Umschlag, steche in den Kreis, hole mir den Faden nach vorne und habe jetzt 3 Schlingen auf meiner Nadel. Ich hole mir den Faden erst durch die erste Schlinge, dann hole ich mir den Faden durch die nächsten 2 Schlingen und jetzt hole ich mir den Faden durch die letzten 2 Schlingen. Somit gewinnen meine Stäbchen an Höhe und so häkle ich alle Stäbchen bis zum Ende meiner Arbeit. So, jetzt habe ich 2, noch 1. Erst durch die erste Schlinge, dann den Faden durch die nächsten 2 Schlingen und jetzt den Faden durch die letzten 2 Schlingen ziehen. Und mit der Luftmaschenkette habe ich jetzt 3 ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. Das erste. Das zweite. Und das dritte ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1, 2 und das dritte. Somit habe ich jetzt 3 Sets mit jeweils 3 ganzen Stäbchen. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und ich wende meine Arbeit. Zwischen den Stäbchen ist eine kleine Lücke. In diese Lücke häkle ich jetzt 3 ganze Stäbchen. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. Somit habe ich jetzt 5 Luftmaschen gehäkelt, ich habe meine Arbeit gewendet und dann in der Lücke 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Und so starte ich jede Reihe. Weiter geht's mit 2 Solomonknoten, 1 und den zweiten. Und ich gehe zur nächsten Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. Auch in dieser Lücke 3 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2 und das dritte ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen, 1, 2,
3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. Und so beenden wir jede Runde mit 3 ganzen Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 ganzen Stäbchen. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und ich wende meine Arbeit. Hier ist die Lücke zwischen den ganzen Stäbchen, also starte ich wieder meine Reihe oder Runde mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. Jetzt einen Solomonknoten und hier sind die 2 Solomonknoten der letzten Reihe. In der Mitte ist die Masche, die beide verbindet und in diese mittlere Masche häkle ich ein ganzes Stäbchen. Sieben Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und in derselben Masche, in der ich das ganze Stäbchen gehäkelt habe, noch ein ganzes Stäbchen häkeln. Somit ist jetzt ein Dreieck entstanden. Weiter geht's mit einem Solomonknoten und ich gehe zur Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. Die Reihe wird beendet mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen 3 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. Einen Solomonknoten. Und hier ist das Dreieck. In der Lücke des Dreiecks häkeln wir 9 ganze Stäbchen. In der Lücke 9 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2 3 4 5 6
sieben, acht und das neunte ganze Stäbchen. Ein Solomonknoten, und ich gehe in die Lücke zwischen den Stäbchen und beende die Reihe mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte. Und wieder fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. Ich starte wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Eins, zwei und das dritte. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte. Einen Solomonknoten und hier sind die neun ganzen Stäbchen, die ich in der Lücke des Dreiecks gehäkelt habe. In jede Masche über jedem Stäbchen häkle ich jetzt Knospen, die aus vier Umschlägen bestehen. Ich mache den ersten Umschlag, steche in die erste Masche, hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Ein zweiter Umschlag, ich steche in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe ihn lang. Dritter Umschlag, in die Masche, Faden nach vorne holen, langziehen. Vierter Umschlag, in die Masche, Faden nach vorne holen, langziehen. Nun hole ich den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf meiner Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen. Meine Knospe ist fertig. Ich gehe in die nächste Masche und häkle auch hier eine Knospe mit vier Umschlägen. Der erste Umschlag, der zweite Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel, ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Ich gehe zur nächsten Masche und auch hier eine Knospe mit vier Umschlägen. Erster Umschlag, zweiter Umschlag, dritter Umschlag, der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Jetzt den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier eine Knospe mit vier Umschlägen. Erster Umschlag, zweiter Umschlag, dritter Umschlag, der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen. Zwei Schlingen sind auf der Nadel, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Ich gehe jetzt zur nächsten Masche und auch hier eine Knospe mit vier Umschlägen. Erster Umschlag, zweiter Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen. Jetzt den Faden durch die zwei Schlingen, die auf der Nadel sind, ziehen. Und ich gehe zur nächsten Masche. Auch hier eine Knospe mit vier Umschlägen. Erster Umschlag, der zweite Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen.
Und ich gehe auch zur nächsten Masche und auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Erster Umschlag, der zweite Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Nun hole ich den Faden durch die letzten zwei Schlingen. Und ich gehe zur nächsten Masche, auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Der erste Umschlag, der zweite Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Nun den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Und ich gehe zur nächsten Masche. Das ist die letzte Masche über dem letzten Stäbchen. Auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Der erste Umschlag, der zweite Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen und nun den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Jetzt habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Knospen gehäkelt. 9 ganze Stäbchen habe ich im Dreieck gehäkelt und 9 Knospen, die ich in den Maschen der ganzen Stäbchen gehäkelt hatte. Ein Solomonknoten. Und ich gehe wieder in die Lücke zwischen den Stäbchen. 3 ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. Und so sieht unser Muster bis jetzt aus. Was wir jetzt machen werden, ist, wir fangen jetzt wieder mit den 2 Solomonknoten an. Wir häkeln quasi 2 Solomonknoten rechts, 2 Solomonknoten links und das werden unsere Zunahmen sein. Gleichzeitig machen wir Abnahmen über den Knospen. Schauen wir, wie es geht. Ich starte wieder mit 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen 3 ganze Stäbchen häkeln, 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und das dritte. 2 Solomonknoten. Der erste. Und der zweite. Und jetzt gehe ich zu meinen Knospen. Über den Knospen sind Maschen. Ich überspringe die erste Masche über der ersten Knospe und ich gehe zur nächsten. In dieser Masche eine feste Masche häkeln und eine Luftmasche. Jetzt gehe ich zur nächsten Masche über der Knospe, auch hier eine feste Masche und eine Luftmasche. Ich gehe zur nächsten Masche, eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche. Ich gehe zur nächsten Masche, eine feste Masche, eine Luftmasche. Auch in der nächsten Masche eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. Und auch in der nächsten Masche eine feste Masche häkeln und keine Luftmasche mehr hier. Die letzte Masche lassen wir frei. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feste Maschen gehäkelt. Die erste und die letzte bleiben frei. Das sind dann unsere Abnahmen. Und wieder 2 Solomonknoten. Der erste und der zweite.
Und ich gehe zur Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. Ich beende die Reihe mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei und das dritte. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte. So, ich bin quasi gestartet mit zwei Solomonknoten. Jetzt habe ich zwei Solomonknoten rechts, zwei Solomonknoten links. Und das sind meine Zunahmen. Und gleichzeitig mache ich meine Abnahmen über den Knospen. Und jetzt wieder fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und das dritte. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei, drei. Einen Solomonknoten. So, und hier mache ich jetzt das Dreieck. Das Dreieck über den zwei Solomonknoten. Hier sind meine zwei Solomonknoten der letzten Reihe. In der Mitte die Masche, die beide verbindet. In diese Masche ein ganzes Stäbchen. Sieben Luftmaschen. Eine, zwei, drei, 4, 5, 6, 7. Und in derselben Masche, in der ich das ganze Stäbchen gehäkelt habe, nochmal ein ganzes Stäbchen häkeln. Unser Dreieck ist fertig. Und wieder einen Solomonknoten. Und hier sind die festen Maschen über den Knospen. Ich überspringe die erste Masche und steche in die zweite Masche und häkle dort eine feste Masche und eine Luftmasche. Ich gehe zur nächsten Masche und häkle auch dort eine feste Masche und eine Luftmasche. Auch in der nächsten Masche eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche. Und auch in der nächsten Masche eine feste Masche häkeln und keine Luftmasche. Die letzte Masche bleibt frei. Somit habe ich jetzt insgesamt fünf feste Maschen und habe reduziert. Die erste und die letzte Masche bleiben frei. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zu den nächsten zwei Solomonknoten der letzten Reihe. In der Mitte ist die Masche, die beide verbindet. Hier ein ganzes Stäbchen in der Masche häkeln. Sieben Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und in derselben Masche, in der ich das ganze Stäbchen gehäkelt hatte, nochmal ein ganzes Stäbchen häkeln. Und somit habe ich jetzt wieder ein Dreieck. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den ganzen Stäbchen und beende die Reihe mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte.
Und wieder fünf Luftmaschinen. Eine, zwei, drei, vier, fünf und die Arbeit wenden. In der Lücke zwischen den Stäbchen drei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte. Einen Solomonknoten und ich gehe zum Dreieck. Jetzt häkle ich die Runde mit den neun ganzen Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Also neun ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und das neunte ganze Stäbchen in der Lücke. Einen Solomonknoten und hier sind die fünf festen Maschen. Hier reduziere ich wieder. Ich lasse die erste Masche frei, steche in die zweite und häkle hier eine feste Masche und eine Luftmasche. Auch in der nächsten Masche eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche häkeln und keine Luftmasche. Die letzte Masche bleibt frei. Erste und letzte Masche bleiben frei. Also habe ich reduziert und habe jetzt drei feste Maschen. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zum nächsten Dreieck. Auch hier in der Lücke des Dreiecks neun ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und das neunte ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen und beende auch diese Runde mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte. So, und jetzt folgt die Reihe mit den Knospen. Ich starte wieder mit fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen drei ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei und das dritte.
einen Solomonknoten. Und hier sind die 9 ganzen Stäbchen der letzten Reihe. Diese habe ich in der Lücke des Dreiecks gehäkelt. In jede Masche über jedem Stäbchen häkle ich jetzt eine Knospe mit 4 Umschlägen. Erster Umschlag, ich steche in die erste Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Nun den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. 2 Schlingen sind auf der Nadel, den Faden durch diese 2 Schlingen ziehen. Die erste Knospe ist fertig. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier. Eine Knospe mit 4 Umschlägen. Erster Umschlag, zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen, den Faden durch die letzten 2 Schlingen ziehen. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier. Eine Knospe mit 4 Umschlägen. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. Und hier ist die letzte Masche über dem letzten Stäbchen, auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Somit haben wir jetzt in der letzten Reihe 9 ganze Stäbchen gehäkelt und jetzt 9 Knospen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Über jede Masche eine Knospe. Einen Solomon. Und hier sind die 3 festen Maschen der letzten Reihe. Ich überspringe die erste, steche in die zweite und häkel hier eine feste Masche. Und die letzte Masche bleibt frei. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zu den nächsten ganzen Stäbchen, auch hier in jede Masche des Stäbchens eine Knospe häkeln. Eine Knospe mit 4 Umschlägen. Der erste Umschlag, der zweite Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste ziehen. 2 Schlingen sind auf der Nadel, den Faden durch diese 2 Schlingen ziehen. Das ist die erste Knospe. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen.
Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. So, und hier ist die letzte Masche, auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Somit habe ich jetzt wieder 9 ganze Stäbchen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Knospen. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen und beende auch diese Reihe mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 1, 2 und das dritte. Und so sieht unser Tuch bis jetzt aus. Wir sind gestartet mit einmal zwei Solomonknoten und jetzt haben wir einmal zwei Solomonknoten rechts, einmal zwei Solomonknoten links. Dann haben wir das Dreieck rechts und links gehäkelt, die 9 ganzen Stäbchen rechts und links und die Knospen über den 9 ganzen Stäbchen rechts und links. So, was wir jetzt machen ist, wir fangen mit den Abnahmen an und gleichzeitig mit der nächsten Zunahme. Das heißt, wir haben einmal zwei Solomons, dann einmal zwei, drei Reihen mit einem Solomon und dann haben wir die nächste Zunahme gemacht. Auch hier die zwei Solomons, die Zunahmen und eine, zwei, drei Reihen mit jeweils einem Solomon. Also starten wir jetzt wieder mit der Zunahme. Ich starte wieder mit 5 Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen 3 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und das dritte. 2 Solomonknoten und die sind meine erste Zunahme in dieser Reihe. So 1 und der zweite. Und ich gehe zu meinen Knospen. Über den Knospen sind die Maschen. Hier ist die erste, die überspringe ich. Und ich steche in die zweite Masche und häkle hier jetzt eine feste Masche. Und eine Luftmasche. Auch in der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. Auch in der nächsten Masche eine feste Masche und eine Luftmasche. Und in der nächsten Masche häkle ich eine feste Masche und keine Luftmasche. Das ist die vorletzte Masche. Hier häkle ich eine feste Masche und lasse die Luftmasche weg. Und die letzte Masche bleibt auch frei. Somit ist die erste und die letzte Masche frei. Ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feste Maschen gehäkelt und somit 2 Maschen reduziert. Weiter geht's mit 2 Solomonknoten. Einer und der zweite. Und diese 2 Solomonknoten sind meine zweite Zunahme in dieser Reihe. So, hier habe ich jetzt nur noch eine feste Masche aus der letzten Reihe. Das heißt, hier kann ich keine Abnahmen machen, also gehe ich gleich zu den Knospen. Ich überspringe die erste Masche, steche in die zweite und häkel wieder eine feste Masche und eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. Nächste Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche,
eine Luftmasche und in diese Masche eine feste Masche und keine Luftmasche mehr. Das ist die vorletzte Masche, also mache ich keine Luftmasche. Die letzte Masche lasse ich wieder frei. So, und wieder zwei Solomon-Knoten, der erste und der zweite, und das ist meine dritte Zunahme in dieser Reihe. Ich gehe in die Lücke zwischen den Stäbchen und häkel drei ganze Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei und das dritte. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei und das dritte. Ich bin gestartet mit zwei Solomons und habe einmal das Muster gehäkelt. Dann zwei Solomons auf der rechten Seite, zwei Solomons auf der linken Seite. Da habe ich meine Zunahmen gemacht und das Muster zweimal gehäkelt. Jetzt habe ich zwei Solomons rechts, zwei Solomons in der Mitte und zwei Solomons links, also wieder eine Zunahme. Und hier häkel ich das Muster dreimal. Es geht wieder erstmal los mit fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen drei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei und das dritte. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. Jetzt keine Zunahmen, also mache ich nur einen Solomon-Knoten. Und hier sind die zwei Solomon-Knoten der letzten Reihe. In der Mitte ist die Masche, die beide verbindet. Hier häkel ich ein Dreieck. Das heißt, ein ganzes Stäbchen in der mittleren Masche häkeln. Sieben Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche häkeln. Das erste Dreieck ist fertig. Ein Solomon-Knoten. So, und hier sind die festen Maschen über den Knospen. Ich überspringe die erste Masche und steche in die zweite und häkel hier eine feste Masche und eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche häkeln und eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. Und in der nächsten Masche eine feste Masche häkeln und keine Luftmasche. Die erste Masche und die letzte Masche habe ich freigelassen. Das heißt, hier habe ich wieder meine Abnahmen gemacht. So, wir hatten sieben feste Maschen. Jetzt haben wir fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weiter geht's mit einem Solomon-Knoten. Und hier sind die nächsten zwei Solomons der letzten Reihe. In der Mitte die Masche, die beide verbindet. Auch hier jetzt ein Dreieck häkeln. Das heißt, ich fange an mit ein ganzes Stäbchen in der Masche. Sieben Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche häkeln. Das zweite Dreieck ist fertig. Ein Solomon-Knoten. Und hier sind die nächsten festen Maschen über den Knospen. Ich überspringe die erste Masche, steche in die zweite und häkel eine neue feste Masche und eine Luftmasche.
In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche und eine Luftmasche. Und in der nächsten Masche eine feste Masche und keine Luftmasche. Die letzte Masche bleibt wieder frei. Somit haben wir jetzt wieder unsere Abnahmen gemacht. Ein Solomonknoten. Und hier sind die nächsten zwei Solomonknoten der letzten Reihe. In der Mitte die Masche, die beide verbindet. Hier häkle ich wieder ein Dreieck. Das heißt, ein ganzes Stäbchen in der mittleren Masche häkeln. 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Das dritte Dreieck ist fertig. Ein Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen und beende die Reihe mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. Die Reihe ist fertig gehäkelt. Ich habe quasi jetzt hier 1, 2, 3 Dreiecke gehäkelt und jetzt häkle ich die Reihe mit den 9 ganzen Stäbchen in der Lücke der Dreiecke. Also wieder 5 Luftmaschen und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen 3 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2 und das dritte. 3 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und das dritte. Ein Solomonknoten. Und hier ist das Dreieck. In der Lücke des Dreiecks 9 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das 9. ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Ein Solomonknoten. Und ich gehe zu den festen Maschen und mache hier wieder meine Abnahmen. Ich überspringe die erste Masche, in der zweiten häkele ich eine feste Masche und eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und auch in der nächsten Masche eine feste Masche und keine Luftmasche mehr. Die letzte und die erste Masche bleiben wieder frei. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 feste Maschen. Ein Solomonknoten. Und ich gehe zum Dreieck. Auch hier 9 ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. 1, 2, 3, 4, 5,
sechs, sieben, acht und das neunte ganze Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Ein Solomonknoten. Und ich gehe zu den nächsten festen Maschen der letzten Reihe. Ich überspringe wieder die erste, steche in die zweite Masche und häkel eine feste Masche und eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und in der nächsten Masche eine feste Masche und keine Luftmasche. Die letzte und die erste Masche lasse ich wieder frei. Ein Solomonknoten. Und hier ist das nächste Dreieck. In der Lücke des Dreiecks 9 ganze Stäbchen häkeln. Und wieder das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, das achte und das neunte ganze Stäbchen. Und jetzt wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen und beende auch diese Reihe mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins. 2, 3. 3 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. So, die Reihe ist fertig. In dieser Reihe haben wir in jedem Dreieck jeweils 9 ganze Stäbchen gehäkelt. In der nächsten Reihe häkeln wir dann die Knospen in den Maschen über den ganzen Stäbchen. Also erstmal wieder 5 Luftmaschen und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den Stäbchen 3 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. Ein Solomonknoten. Und hier sind die ganzen Stäbchen. In jeder Masche häkle ich jetzt eine Knospe mit 4 Umschlägen. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste und jetzt habe ich 2 Schlingen auf meiner Nadel. Nun hole ich mir den Faden durch diese 2 Schlingen. Die erste Knospe ist fertig. Ich gehe zur nächsten Masche und häkel auch hier eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen.
In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. So, auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Und hier ist die letzte Masche, auch in dieser Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Ich habe jetzt insgesamt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Knospen. 9 ganze Stäbchen, 9 Knospen. In jede Masche über den Stäbchen habe ich jeweils eine Knospe gehäkelt. Ein Solomonknoten. Und hier sind die 3 festen Maschen der letzten Reihe. Ich überspringe die erste und in der zweiten häkele ich eine feste Masche. Ich überspringe die letzte und somit keine Luftmasche. Eine feste Masche, ein Solomonknoten und hier sind die nächsten 9 ganzen Stäbchen. Auch hier in jedem Masch, über jedem Stäbchen, eine Knospe mit 4 Umschlägen. Erster Umschlag, zweiter Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. 2 Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole den Faden durch diese 2 Schlingen. Die erste Knospe ist fertig. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche wieder eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Und auch in der letzten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. So, und somit haben wir jetzt wieder 9 Knospen gehäkelt. Ein Solomonknoten. Und hier sind die 3 festen Maschen der letzten Reihe. Ich überspringe die erste, in der zweiten häkle ich eine feste Masche und die letzte überspringe ich. Ein Solomonknoten. Und ich gehe zu den nächsten ganzen Stäbchen. Auch hier häkle ich jetzt in jede Masche über den Stäbchen eine Knospe mit 4 Umschlägen. Der erste Umschlag, ich steche in die erste Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, der dritte Umschlag und der vierte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf den ersten. 2 Schlingen sind auf meiner Nadel, ich hole den Faden durch diese 2 Schlingen. Die erste Knospe ist fertig. Eine Knospe in der nächsten Masche häkeln, auch wieder mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Auch in der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen.
In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. In der nächsten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Und auch in der letzten Masche eine Knospe mit 4 Umschlägen häkeln. Somit haben wir jetzt wieder 9 Knospen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Ein Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den Stäbchen. Beende auch diese Reihe mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. Das erste. Das zweite. Und das dritte Stäbchen. 3 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und das dritte. Und so sieht das Ganze dann aus. Man kann das Muster jetzt schon sehr deutlich sehen. So, ab der nächsten Reihe machen wir dann wieder Zunahmen. Wir haben jetzt hier 2 Solomonknoten gehäkelt und dann eine Reihe mit einem Solomon, die zweite Reihe mit dem einen und die dritte Reihe mit einem Solomon. Das heißt, ab jetzt folgen dann wieder Zunahmen. Ich häkel wieder 2 Solomonknoten an der Seite, dann über der festen Masche, die eine feste Masche, die übrig geblieben ist, 2 Solomons. Hier ist die nächste feste Masche, 2 Solomons und auch am Ende 2 Solomons. Dann haben wir insgesamt 4 Solomonknoten, das heißt 4-mal das Muster. Es ist ein ganz einfaches Muster. Wenn man das Prinzip erstmal raus hat und ihr werdet sehen, es geht ganz einfach, geht es dann wirklich leicht von der Hand. Ich häkel jetzt noch ein bisschen weiter und dann schauen wir, wie es ausschaut. Das Tuch ist fertig gehäkelt. Es ist schade, dass die Kamera das nicht komplett aufnehmen kann, damit ihr seht, wie schön es geworden ist. Glaubt mir, es ist wirklich wunderschön. Ich habe gerade mal 2 Knäuel verbraucht mit Nadelstärke Nummer 3. Und einer Breite von 1,50 Meter und einer Höhe von 80 cm. Es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren, weil es ein traumhaft schönes Ergebnis hat. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, abonniert den Kanal. Es ist kostenlos. Es folgen noch viele schöne weitere Muster. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.